Hey, du bist ganz viel im Internet unterwegs und möchtest gerne christliche Freunde haben, dann komm doch auf meinen Discord. Da tauschen wir uns regelmäßig aus, haben Bibelstunden, stellen Fragen, beantworten Fragen und wir haben immer mal wieder einen Spieleabend, Among Us, Montagsmaler, was es noch so gibt. Wir wollen uns allgemein einfach alle connecten. Wir sind mittlerweile über 100 Leute und wollen einfach noch mehr wachsen. Wenn du also Lust hast, schreib mir auf Instagram und ich schicke dir einen Link und dann kannst du einfach mitmachen. Heute Abend übrigens eine Bibelstunde. Fünf Versprechen Gottes, die ihr niemals vergessen dürft. Matthäus 28, Vers 20. Gott ist immer bei euch, bis an das Ende dieser Welt. Philipper 4, Vers 7. Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren. Philipper 4, Vers 19. Gott wird euch alles durch Jesus Christus geben, was ihr zum Leben braucht. Jesaja 54, Vers 17. Gott wird immer zu dir stehen und dich beschützen. Und Offenbarung 21, Vers 4. Er wird alle deine Tränen abwischen. Wenn du gerade aufgewacht bist, dann bete. Wenn du gerade am Einschlafen bist, bete. Wenn du gerade am Essen bist, dann bete. Egal, was du machst, sei dankbar für das, was du hast, was Gott dir gegeben hat. Schon, dass wir an denselben Jesus glauben und ihn auch lieben, ne? Ach, wir glauben an denselben Jesus. Ja. Also du glaubst auch an den Jesus, der gekreuzigt wurde und für deine Sünden gestorben ist? Nee, an den glauben wir nicht. An den Jesus, der nach 3 Tagen wieder auferstanden ist? Nee, das nicht. Aber an den Jesus, der impliziert hat, dass er Gott ist? Nee, das glauben wir nicht. An den Jesus, der den Apostel gesagt hat, sie sollen das Evangelium verkünden? Ja, nee, das glauben wir nicht. Also glaubst du an Jesus, der Sohn Gottes? Nee. Also an den Mann, der gesagt hat, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat? Nee, der nicht. Also an den Mann, der von Johannes der Täufer getauft wurde und so den Heiligen Geist empfangen hat? Nee, das nicht. Ach, und das ist derselbe Jesus. Ach so, okay. Ja, ich wollte einfach nur irgendwas kommentieren. Also erstmal ist es unmöglich, dass Gott gesündigt hat, weil es ist Gottes Welt, Gottes Universum, Gott regiert, alles was Gott macht, ist gut. Das Ding ist, wenn Gott jemanden umbringt, zum Beispiel mit der Flut, dann ist es nur das, was die Person verdient hat. Der einzige Grund, warum du und ich noch leben, ist, weil Gott Gnade mit uns hat. Sobald du ein Gebot missachtest, bist du eigentlich schuldig. Genauso wie wenn du in Deutschland eine Straftat begehst. Die dürfen dich dann ins Gefängnis werfen. Und genauso, glaube ich, ist es auch mit der Welt an sich. Wir alle haben gesündigt und sind eigentlich dafür verdammt, zu sterben. Aber Gott hat Gnade mit uns und deshalb leben wir jetzt noch. Ich habe gestern ein Video gepostet von dem Gottesdienst, zu dem ich gehe. Und ein paar Kinder wollen mir sagen, hey, das ist nicht göttlich. Hä? Wer bist du, dass du mir sagen kannst, was göttlich ist und was nicht göttlich ist? Wo in der Bibel steht, wenn, keine Ahnung, 5 Leute auf der Bühne sind, dann ist es nicht geistlich? Oder wenn man eine Lichtershow macht, dann ist es nicht geistlich. Wo in der Bibel steht das? Zu der Zeit gab es das einfach nicht. Aber es das heißt nicht, dass die das nie gemacht haben. Du kannst mit allem Gott anbeten. Auch mit deiner Gabe, Lichter irgendwie zu animieren oder sowas. Es geht doch null darum, wie es aussieht, sondern die Herzen von denen. Klar, ich weiß, dass es gefährlich ist und dass es manchen Leuten vielleicht ablenkt. Aber der Kern ist doch trotzdem Gottes Anbetung. Ein Christ tun und lassen, was er will. Ja, natürlich. Okay, er kann vielleicht nicht fliegen, aber er kann mit jeder Person schlafen, die er will. Er kann sich besaufen, er kann alle Läden ausrauben, wie er will, weil er frei ist. Er kann sich dafür entscheiden. Das Ding ist nur, ein echter Christ, ein echter Jesus-Nachfolger tut diese Dinge nicht, denn er weiß, diese Dinge sind nicht gut, sie sind gegen Gott und es ist auf jeden Fall nicht Gottes Wille, weil Christen befolgen den Willen Gottes. Klar, wir sündigen ab und zu mal, aber unser Hauptziel ist Gottes Wille. Und da gehört diese ganze weltliche Dinge gar nicht dazu.
Du kannst zwar tun und lassen, was du willst, aber nicht alles wird dir gut tun. Wieso möchtest du mit jemandem zusammen sein, der nicht an Jesus glaubt, der nicht die Bibel glaubt, der nicht Gott nachfolgt? Weil ihr werdet an Punkte kommen, wo ihr einfach euch spaltet. Kindererziehung zum Beispiel, weißt du, Pläne, und euer Leben wird einfach komplett auseinandergehen. Natürlich rede ich hier nur mit Christen, die wirklich Gottes Wille tun wollen und seinen Weg gehen wollen und nicht seinen eigenen. Ich kann es einfach nur empfehlen, mit jemandem zusammenzukommen, der ganz und ganz Jesus liebt. Und ihr könnt euch gegenseitig im Glauben pushen. Wenn jemand einmal schwach ist, kann der andere ihn stärken und so weiter und so fort. Es ist viel, viel stärker in einer christlichen Beziehung, als wenn beide an andere Sachen glauben. Ich bin so erzogen worden, dass Fluchen ein No-Go ist. Und das habe ich auch so einbehalten. Aber dann irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, ist es denn wirklich Sünde? Und ja, auf jeden Fall ist es Sünde, jemanden zu verfluchen. Aber einfach nur ein Ausdruck zu sagen, da bin ich mir nicht so sicher. Die Bibel spricht schon häufiger davon, dass wir aufpassen sollen, was aus unserem Mund rauskommt. Denn die Zunge ist dafür da, Gott zu loben und nicht zu verfluchen. Wir sagen ja auch kleinen Kindern so, hey, nee, sag das nicht, sag das Wort nicht, das ist unschön. Und das ist es halt. Es sind keine schönen Wörter. Und deshalb meine Meinung ist, wir sollten so wenig wie möglich, am besten überhaupt nicht fluchen. Setze Gott an erster Stelle. In allem, was du tust. In allem, was du denkst. Wenn du denkst, du bist wer, wenn du denkst, du hast schon was geschafft, wenn du denkst, du willst was, setze Gott an erster Stelle. Schleife nicht Gott mit dir, während du etwas tust, sondern lass dich von Gott führen in dem, was du tust. Wenn du Gott zum Beispiel in der Schule an erster Stelle hast, dann hast du kein Problem, deine Mitschüler zu lieben und sie so zu behandeln, wie du es solltest. Wenn du Gott an erste Stelle setzt in deinen Hobbys, wirst du niemals an Motivation verlieren. Er wird dich begleiten, egal wo du hingehst. Heute Morgen ein Tagesvers und der steht in Jakobus 5, 16. Und da heißt es, dass wir uns gegenseitig unsere Sünden bekennen sollen. Und es ist, macht so viel Sinn, weil diese Sünde hat so viel Macht auf uns. Gerade sowas wie Scham oder sowas. Wir schämen uns, irgendwas zu tun. Aber wenn wir davon erzählen, gerade zu unseren engen Freunden, dann können wir alle zusammen dafür beten, dass diese Last von unseren Schultern genommen wird. Weil Jesus hat schon für unsere Sünde gezahlt. Also das Beste, was wir machen können, um frei von dieser Last zu werden, ist Gott die Sünde zu bekennen, aber auch in deinem engen Kreis nochmal die Sünde zu bekennen. Gott segne euch. Joy, 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 joy